La edición número 31 de Agritécnica, la mayor exposición mundial de la maquinaria agrícola, tendrá lugar del 12 al 18 de noviembre de 2017 en el predio ferial de la ciudad de Hannover, Alemania. Una muestra de carácter bienal que ha sido elegida por la industria del sector como la plataforma ideal para el lanzamiento de todos sus desarrollos e innovaciones, a través de los cuales reconoce e intenta suplir las necesidades de la agricultura moderna, de ser sostenible en términos de ecología, economía y recursos humanos. No obstante, los organizadores son conscientes que para lograrlo no basta solo la herramienta. Esta debe ir acompañada de todo el conocimiento disponible acerca de las interacciones de las plantas y el suelo, tecnología y mano de obra, para desarrollar así sistemas de cultivo apropiados. Bajo esa premisa, el evento se compone de una propuesta integral de ciencia y elementos al servicio de la producción agropecuaria, haciendo foco en el gran desafío de alimentar a la creciente población mundial basados en el ingenioso aumento de la productividad. Und es gibt auf der Agritechnica jedes Mal verschiedene Special-Themen, die präsentiert werden. Dieses Jahr heißt es Green Future Smart Technology. Und der Besucher wird dazu eine bestimmte Fläche finden, auf der alle Themen dazu präsentiert werden. Zudem gibt es ein Fachprogramm, das verschiedene Themen aufgreift. Einige Themen werden auch ins Englische übersetzt, die einen englischen oder einen internationalen Fokus haben. Und auf der Agritechnica treffen sich 2.900 Aussteller aus aller Welt, 160.000 internationale Besucher kommen zur Agritechnica und die Organisation, die hinter der Agritechnica steht, ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die DLG. Métodos modernos y más inteligentes de producción serán claves para un futuro rentable y sostenible de nuestra agricultura, enfrentando problemas relativos a los recursos como el agua, calidad y cantidad de suelos, mano de obra y biodiversidad, con el embate constante del incremento de los insumos, peleando contra las resistencias que genera el ecosistema y los cambios climáticos que se suceden. Esto empuja a la búsqueda de soluciones compatibles desde los procesos, la gestión y especialmente las herramientas. Hecho que promueve la investigación científica y el trabajo de desarrollo de los fabricantes, que es premiado con las prestigiosas medallas que otorga la DLG a través de un concurso de innovaciones conducido por un jurado altamente calificado en mecanización agrícola. Auch in diesem Jahr werden auf der Agritechnica wieder die Innovationen aus der Landtechnikbranche gezeigt. Das heißt, der Besucher hat die Möglichkeit, Gold- und Silbermedaillengewinner auf der Agritechnica zu sehen und die jeweils präsentierten neuen Technologien sich anzuschauen. Ich bin ja seit 1993 Mitglied der Neuheitenkommission für die DLG bei der Agritechnica. Und wir stellen bei den Innovationen, die die weltweite Landtechnikindustrie bei der Agritechnica ja anmeldet. Das sind ja nicht nur Innovationen deutscher Firmen, sondern auch Innovationen aus der ganzen Welt, aus der Landmaschinenindustrie, stellen wir fest, dass immer mehr Informationstechnologie angeboten wird. Und wie ich eben bereits sagte, spielt Argentinien auf der einen Seite eine Vorreiterrolle, auf der anderen Seite möchten die Märkte in Europa und in anderen Ländern nachziehen. Und wir erwarten auf der einen Seite Informationstechnologien zum Einsparen von Düngermittel und sonstigen Betriebsmitteln wie Pflanzenschutzmitteln. Un tema primordial en el desarrollo de la maquinaria agrícola para Europa es la reducción de emisiones de los motores, el menor consumo de energía y en especial de carburantes. Esto va de la mano de un cambio radical en la matriz energética del país, lo que crea nuevos desafíos para los granjeros en la generación de energías alternativas y limpias asociadas a su producción. Ein ganz großes Thema ist bei uns
die Effizienz von Motoren und die dazugehörigen Emissionsvorschriften. Und es hat eben sehr, sehr viel Geld gekostet, die Emissionsvorschriften einzuhalten für die einzelnen Hersteller. Und das hat in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass einige Innovationen sozusagen erstmal ruhig geblieben sind, stillgelegt wurden, weil einfach der Gesetzgeber die Abgasvorschriften umgesetzt wissen wollte in der Landwirtschaft. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt noch einen gewissen Innovationsschub bekommen werden, aber hauptsächlich, und das hat auch die Agritechnica 2013 gezeigt, da haben wir ja 5 Goldmedaillen verliehen, nur für Informationstechnologien. Und hauptsächlich im Informationstechnologiebereich erwarten wir weitere Neuheiten erstmal. Algunos ejemplos de tecnología inteligente para cada etapa del proceso de producción de cultivos es lo que se aplica para una mejor gestión de paja después de la cosecha, lograr densidades de semilla específica para el sitio en la siembra, fertilización basada en sensores para la asignación exacta de nutrientes, reducción de las pérdidas en cosecha y post cosecha, mejorar la logística y manejo de residuos, perfeccionar los sistemas de gestión a partir de la administración de datos y los modelos de pronóstico. En definitiva, todo aquello que permita mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores y sumar certeza a los procesos. Para ello, Agritécnica ofrece también un amplio programa técnico de capacitación y debate. Allí estará una vez más Argentina presentando su pabellón exclusivo al que se suman en cada edición los fabricantes de maquinarias, las cámaras empresariales, los organismos gubernamentales reunidos por Expo Agro merced a este convenio de reciprocidad que sostiene con la DLG. Die Agritechnica hat schon seit vielen Jahren eine strategische Partnerschaft mit der Expo Agro. Und dementsprechend organisiert die Expo Agro auch in diesem Jahr wieder einen argentinischen Pavillon auf der Agritechnica. Das heißt, wir sind jetzt hier in Argentinien auf der Expo Agro mit einem Agritechnica-Stand, um einerseits nochmal die Aussteller daran zu erinnern, dass sie sich an die Expo Agro wenden, um auf der Ausstellungsfläche im November bei uns ihren Stand anzumelden. Und gleichzeitig aber auch, um argentinische Besucher mit an das Datum zu erinnern, dass sie uns dieses Jahr in Deutschland auf der Agritechnica besuchen. En el marco de Expo Agro 2017 se desarrolló la quinta edición del premio Ternium Expo Agro a la innovación agroindustrial, que busca promover y estimular el desarrollo tecnológico de las herramientas que producen los fabricantes nacionales de equipos para las labores agropecuarias, a fin de elevar la calidad de trabajo en nuestras producciones y potenciar la competitividad internacional del sector a través de la mejora continua de sus procesos de producción. El premio cuenta con la colaboración de la DLG, Sociedad Alemana de Agricultura, organizadora de Agritécnica, feria que cuenta con un certamen similar con más de 40 años de trayectoria, cuyo jurado de expertos se suma a la evaluación de las novedades aquí presentadas. Wir sind zunächst mal sehr stolz darauf, dass wir die argentinische Landwirtschaft als Mitglieder der Neuheitenjury hier Ternium Sedera Expo Agro begleiten dürfen und die Entwicklung der Landwirtschaft dann auch verfolgen können. Und wir sind ja jetzt zum 5. Mal hier auf der Expo Agro und wir stellen fest, dass sich die Technik und vor allem die Informationssysteme in der argentinischen Landwirtschaft sehr stark weiterentwickeln, bis hin zu Big Data Systems. Und Argentinien spielt eine Vorreiterrolle aus unserer Sicht in der Nutzung dieser neuen Informationstechnologien. Ich möchte fast sagen, dass wir in Deutschland noch ein wenig zurück sind in der Nutzung dieser Informationssysteme, der sensorgesteuerten, sensorgeregelten Landwirtschaft im Vergleich zu Argentinien. Hier auf der Expo Agro, ich bin jetzt das dritte Mal in dem Innovationskomitee und ich bin immer wieder erstaunt, welche
Technik hier aus Argentinien kommt und auch was an Neuigkeiten vorgestellt wird. Es sind zum Teil Techniken, die wir in Deutschland so nicht kennen, weil es zum Teil sehr doch simple Systeme sind, aber auf der anderen Seite auch Systeme, die sehr, sehr modern sind und wo wir in Deutschland doch etwas zurück sind. Ambos expertos en mecanización resaltaron como ejemplo la pulverizadora presentada por una industria santafesina, con aplicación cuádruple, considerando que aporta solución a importantes problemas de la agricultura de precisión y suma versatilidad en la protección de cultivos. Un sistema realmente innovador que permite aplicar con certeza y eficacia en sitios individuales, compuesto por 4 tanques, una tecnología que seguramente no podrá verse implementada de esa manera en campos de Europa. Das ist eine Spritze mit 2 verschiedenen Pflanzenschutzmittelkreisläufen und 4 verschiedene Pflanzenschutzmittel können eben über diese 2 Kreisläufe kombiniert werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist diese Maschine zusätzlich noch mit Sensortechnik zur Erkennung von Einzelunkrautpflanzen ausgestattet, sodass dann über eine Einzeldüsenschaltung die Unkräuter punktuell behandelt werden können. Das ist natürlich eine Technik, die dazu beiträgt, Pflanzenschutzmittel einzusparen auf der einen Seite und somit auf der anderen Seite auch einen großen Anteil zum Umweltschutz beiträgt. Europa ha iniciado mucho tiempo atrás una fuerte discusión sobre cuánto tiempo más podrá permitirse una agricultura con el uso de tantos químicos, por lo cual consideran muy importante que la industria ponga a disposición este tipo de tecnologías. No obstante, el jurado del premio Ternium Expo Agro está integrado por 15 personas, entre asesores, técnicos, investigadores y hasta productores nacionales, más los expertos alemanes, por lo que la coincidencia no ha sido absoluta respecto de los desarrollos que merecían ser distinguidos. Algunos conceptos son realmente novedosos para nuestro sistema productivo, pero ya han sido implementados de alguna manera en maquinarias existentes en Europa o los Estados Unidos. Igualmente, persiste el objetivo local de estimular la iniciativa del empresariado argentino. Bin immer wieder begeistert vom Land von Argentinien, wenn ich hier ankomme und ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich wegfahre, wieder zu kommen in 2 Jahren. Das Land, die Weite, die Möglichkeiten, die es hier gibt, die haben wir so in Deutschland und Europa nicht. Auch von Seiten der Technik letztendlich, denke ich, sind viele Geräte und Maschinen hier oder die hier gezeigt werden, die auch in Europa und Deutschland eine Chance haben. Die Schwierigkeit wird nur sein, oder andersrum gesagt, in Deutschland gibt es eine gewisse Gesetzgebung, wo Maschinen im Gewicht und in der Transportbreite beschränkt sind und auch in Sicherheitsmaßnahmen. Ein Fahrzeug, ein Anhänger ohne Bremse gibt es bei uns nicht. Ein Gerät, was über 3,50 Meter ist oder 3 Meter ist, kommt bei uns auf keine Straße. So, und ich denke, wenn sich da die argentinische Landtechnikindustrie ein bisschen darauf einstellt bzw. das umsetzt, dann denke ich, sind hier viele Gerätschaften, egal ob jetzt eine Direktsämaschine, ein Überladewagen oder ein Güllefass, sind das Produkte, die in Deutschland auch einen Markt haben.